Bevor wir allerdings in die Abstimmung kommen, möchte ich noch mich kurz äußern zu den Vorgängen von heute Vormittag bzw. ja, unter Top 1. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war das erste Mal in der Geschichte des Hauses, dass nach einem Sitzungsausschluss die Polizei gebeten wurde, ein Mitglied des Landtags aus dem Sitzungssaal zu begleiten. Das ist nicht üblich und sollte in einem Parlament, das respektvoll miteinander umgeht, auch nicht nötig sein. Diese außergewöhnliche Hinzuziehung des polizeilichen Objektschutzes, der regulär im Landtag vertreten ist, war der Tatsache geschuldet, dass die beiden Adressaten meiner Aufforderung nicht Folge geleistet haben. Ich danke an dieser Stelle den Polizeibeamten ausdrücklich dafür, dass sie mir zur Durchsetzung des Hausrechts verholfen haben.